Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn, hier mitten im Heiligtum des Fleisches. Und ja, wir können jetzt wahlweise hier, die Kisten haben wir alle ausgeräumt, ne? Wir könnten wahlweise jetzt hier irgendwie durch, aber ich glaube, das wäre mal ein sicherer Tod, das wäre mir ein bisschen zu riskant. Hier unten kommen wir gar nicht mehr zurück. Huch! Aua! Dann gehe ich jetzt mal in das Rift. Mal gucken, was passiert. Noch ein Rift. Wo bin ich denn hier? Ich bin zurück im Kronenhügel. Oh, ich bin zurück im Kronenhügel. Und ich kann jetzt wahlweise direkt wieder darin. Oder ich gehe nochmal in den fleischumschlungenen Eingang, wo wir in der letzten Folge leider nicht alles bekommen haben, was wir wollten. Der Befall. Warum leuchten die Truhen immer noch oder schon wieder? Wenn wir diese doch... Ah, jetzt leuchten sie nicht mehr. Okay, ich wollte schon sagen. So, dann lass mal gucken. Wo kam ich denn hier nochmal lang? Von längs nach quer. Einmal hier durch. Und wir müssen jetzt wieder nach unten. Hätte ich gerade nochmal ins Rift gehen können? Ich weiß es halt nicht. Hätte mich das vielleicht doch wieder zurück in die Dingens gebracht? In die Fleischwerke und nicht direkt zu dem Herzmassagemann? War das eigentlich schon der Endboss, sag mal? Ich glaube, das war der Endboss hier, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben letzte Folge aus Versehen nebenher den Endboss gelegt. Upsi! Oh, warte, hier geht's noch nach oben. Ah, ja, von lebende Fleischstücke von ätherischen versperrt, alles klar. Das war das. Warum auch immer die versperrt ist, wir werden es vielleicht nochmal herausfinden. Ich weiß es noch nicht genau. Ist egal. Ich möchte gerne nochmal da unten rein. Hier hatten wir, glaube ich, alles erforscht, außer natürlich die Fleischtür. Genau, du sagst es. Und jetzt nochmal ab. Ab in die Szene. Ich bin jetzt Szenemitglied. So. Ich muss den Eingang, ich muss das immer irgendwie drehen, damit es... Oh, was ist das hier? Hab ich da etwa einen Bug bei der Map gesehen? Und geht's da nach oben irgendwie? Guck mal, da ging's nach oben, da waren wir noch nicht. Hier so, da waren wir noch nicht. So. Vögelchen geht's noch gut. Oh Mist, eine Sache. Ich hätte zwischen den Folgen verkaufen sollen. Aber nee, hätte ich gar nicht können. Ich wollte ja nicht ohne euch durch das Rift gehen. Was da? Hier war was. Was? Hä? Wer? Was? Haggarond? Haggarond. Ich guck gleich mal. Haggarond, der Symbiont. Hier ist nix. Hier haben wir letzte Folge schon alles geklärt. Haben wir denn soweit alles? Es sieht beinahe so aus, als hätten wir die gesamte Karte aufgeräumt. Jetzt bleibt nur noch Haggarond. Wer auch immer das ist. Widerlich. Hey! Ah. Welch bizarrer Anblick. Ein freier Mensch. Hier. Dann können wir vielleicht zu einer Einigung kommen. Du musst wissen, dass ich mich nicht mehr bei meinen ätherischen Meistern einschmeichle. Wegen meiner Taten gegen den Meister des Fleisches wurde ich hier bis an mein Lebensende eingesperrt. Erlasse mir mein Schicksal und ich werde weiterhin für das Überleben der Menschheit kämpfen. Das verspreche ich dir. Warum? Warum seid ihr eingesperrt? Während ich in diesem Wirt gelebt habe, habe ich mehr über eure Leidenschaften, eure Freuden und Sorgen gelernt. Ich lernte, wie es war, menschlich zu sein, und ich fand es faszinierend. Andere bestanden darauf, eure sogenannten Emotionen zu unterdrücken. Aber es bot sich mir eine Euphorie, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. Dies brachte mich dazu, die Methoden meiner ätherischen Brüder in Frage zu stellen.
Auch wenn ich das Glück hatte, einen Menschen mit noblem und aufmunterndem Geist zu besitzen, ist es klar, dass viele von uns schon weniger tugendhafte Menschen besessen haben, und ich sehe eine Verderbtheit, die sich bei vielen ausbreitet, die diesen Feldzug angeführt haben, um dein physisches Reich zu erobern. Ungewohnt, menschliche Emotionen zu mäßigen, haben Laster und unsittliche Verfehlungen typisch für eure Art inzwischen so weit um sich gegriffen, dass meine Brüder nicht mehr nur schonungslos effizient, sondern verdorben und geradezu vorsätzlich grausam geworden sind. Ich denke, wenn ich zur Aether-Festung zurückkehren und meine Erfahrungen mitteilen könnte, könnten vielleicht höhere Mächte eingreifen und diese Invasion beenden. Doch der Meister des Fleisches und andere Anführer der Invasion wollen nicht, dass die größeren der Tierischen wissen, was hier geschieht, und werden mich nie mehr zurückkehren lassen. Selbst wenn ich zurückkehren könnte, weiß ich nicht, ob euch ein Eingreifen noch rechtzeitig helfen würde. Zeit und Gedanken scheinen in der Ätherfestung viel langsamer zu vergehen. Also? Und warum könnt ihr nicht einfach gehen? Ich werde hier vom Meister des Fleisches, der schon tot ist, festgehalten. Die Kristallbarriere zwischen uns hält mich gefangen. Öffne sie, damit ich von hier entkommen kann, aber wisse, dass deine Barmherzigkeit nicht vergessen wird. Ihr seid frei. Lass es mich nicht bereuen. Lass sie gehen. Mit Ätherischen gehe ich kein Risiko ein. Stirb! Angriff! Ich muss darüber nachdenken. Weißt du was? Ich weiß, wir haben uns damit schon mal auf die Schnauze gelegt. Aber ich finde, gerade in diesen Zeiten, sollten wir die menschlichen Tugenden, ja, so nenne ich das einfach mal, ganz frei, sollten wir die menschlichen Tugenden aufrechterhalten. Wir sollten nicht werden wie die anderen, wir sollten nicht werden wie die, die von den anderen besessen wurden und sonst irgendwer, sondern wir sollten uns bemühen, immer das Richtige zu tun, auch wenn es ausgenutzt wird manchmal. Lass ihn gehen. Habe ich gemacht. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. So, Hagrid ist weg. Sonst ist hier nichts. Das war's. Oh, okay. Hier geht's noch irgendwie... Guck mal, hier geht's noch irgendwie nach oben. Ja, Mensch, so ein Süppchen. War's das jetzt hier unten? Hier ist noch irgendwas? Nee, okay. Ja, ich glaube, das war's. So, hier ist wieder ein Rift. Da wollte ich eigentlich nicht reingehen. Kronenhügel, alles klar. Und wenn ich jetzt in das Rift gehe, wo lande ich dann? Ich will es nur mal ausprobieren. Fleischwerke, alles klar, dann lande ich wieder hier. Okay, gut, ich glaube, wir haben hier soweit alles erledigt, was man erledigen kann. Also wieder raus. Karte wieder drehen, damit ich mich orientieren kann. So, was haben wir denn noch? Ein Fremder ruft, die lebende Fabrik. Sprich mit Inquisitor Creed im Versteck des Widerstandes, die Rache der Verbannten, Archivar Telon. Verrücktes Gerede, finde Yvonnas Erinnerung. Da müssen wir nochmal gucken, wo das ist. Sprich im Versteck mit dem Widerstand, reinige den uralten Hain. Ach ja, mit Skelettschlüssel. Dann kann ich ja doch nochmal da gucken, wa? Mhm. Dann gehe ich mal andersrum. Da-dam, bam. Da-dam, da-dam. Dam. Bam, 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 bam. So. Bei der Musik wünsche ich mir immer, da würde gleich so ein geiles Drum-Bass-Ding einsetzen. Also nicht so schnell, sondern so ganz langsam. Ich weiß nicht, ob das einen besonderen Namen hat. Auf jeden Fall so ein langsames Schlagzeug einsetzen. Das wäre schon cool. So ein bisschen wie die Space-Tracks, die man damals immer gehört hat. Okay, wir müssen eh da unten hin. Und hier ist eh alles tot, also insofern... Da waren wir auch schon drin. Boah. Oh, 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 oh. Hab ich mich erschrocken gerade. Oh, weil ich gerade in der Map verloren war und ich dachte, hier lebt eh keiner mehr. Geht's hier überhaupt weiter? Geht's hier weiter? Oh, hab ich mich erschrocken. Heiliger. Boah.
Oh, der ist schon tot, alles klar. Hallo? Oh, diese Treppen, ne? Sag mal, ach, der Froschstall liegt unter der Treppe, natürlich, klar. Entschuldigung. Ich muss ihn natürlich trotzdem mitnehmen, weil er sehr wichtig ist. So, das war's. Das war's. Betten können wir nicht erschießen. Man könnte sagen, ein Bett ist keine Lebensform, aber andererseits, das ist ja nicht immer so. Hey, wir kriegen noch Besuch. So, bitte in einer Reihe aufstellen. Duf, 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 duf. Ja, das ist richtig, richtig Drum Bass. Okay, das haben wir jetzt auch aufgedeckt. Dann müssen wir hier unten irgendwie durch. Wieso nehme ich nicht eigentlich ein Rift? Weil ich gerade nicht mehr dran gedacht habe. Und jetzt ist egal, wir sind fast schon da. So. Ach, das war noch gar nicht hier. Ach, der ist ja im Versteck hier irgendwo, ne? Fleischwerke. Das würde ich halt gerne. Zerstörter Schrein, den würde ich gerne wieder reparieren. Mammoth Hafen, Stahlkappenviertel. War das hier? Ich muss gleich nochmal gucken, wo das war. Hallo? Das sieht richtig aus. Rivia Hohl! Du bist zurück? Heißt das, du hast meine Mutter und meine Töchter gefunden? Ich wage nicht zu hoffen, dass du gute Neuigkeiten mitbringst. Ich habe die Frauen und Kinder gefunden. Wo sind sie? Was ist mit ihnen? Geht es ihnen gut? Die Ätherischen benutzen sie. Wir sagen die Wahrheit. Was? Was meinst du? Du meinst, sie sind am Leben und diese Dinger benutzen sie? Ja, um ihre abscheulichen Schöpfungen auf die Welt zu bringen. Oh Gott, hab Erbarmen! Was sollen wir tun? Wie können wir einen Feind bekämpfen, der unsere eigenen Körper gegen uns einsetzt? Ich kann nicht weitermachen mit dem Wissen, dass sie da draußen leiden. Das ertrage ich einfach nicht. Ich habe die Fabrik zerstört. Also leiden die Gefangenen nicht mehr? Den Göttern sei Dank. Du hast so viel für uns getan, aber ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Wahrscheinlich habt ihr recht. War jetzt ein bisschen unemotional dafür, dass Mutter, Töchter, pipapo? Nochmals vielen Dank. Ich werde wohl nie über den Verlust meiner Familie hinwegkommen, aber es ist trotzdem gut zu wissen, was ihr zugestoßen ist. Freut mich, dass ihr damit abschließen konntet. Hat sie doch gar nicht. Gut, wir sind jetzt nicht das sympathischste Kerlchen. Captain Wilfor. Incredible. Simply incredible. You went into the maw of the beast and emerged victorious. Few can claim such bravery. Es musste getan werden. Ich konnte nicht zulassen, dass dieses Massaker weitergeht. Ja, genau so war es. Vivian Neven. Wo ist Recto? Du sagtest, er könnte mit einem Riftgeld oder wie auch immer du es genannt hast, hier zurückreisen. Oh, das war die Ehefrau. Er hat es nicht geschafft. Was meinst du mit, er hat es nicht geschafft? Ist er woanders hingegangen? Nein, er ist... Was? Er war zu schwer verletzt. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Ich habe Angst, dass sie da hinläuft. Aber es ist ihre freie Entscheidung. Ich könnte sagen, er ist tot. Das will ich aber nicht. Ich möchte niemanden anlügen. Und wenn es ihre Entscheidung ist, ihrem Mann hinterherzugehen und ihn zu retten, oder zu versuchen, ihn zu retten, auch wenn das eine glatte Selbstmordmission ist, es ist ihr gutes Recht. Wer sind wir, dass wir sie aufhalten dürfen? Das nennt man Selbstbestimmung. So, wir entscheiden das nicht für sie. Wir sagen einfach, was wahr ist. Er war zu schwer verletzt. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Du hast ihn einfach dort zum Sterben zurückgelassen? Du hattest die Mittel um... Was? Oh, du bist ein Monster. Hast du ihn aber zum Sterben zurückgelassen? Ja, er wollte das ja unbedingt. Aber ich glaube, er hat uns gebeten, dass er tot ist, ne? Lass mich in Ruhe. Tschüss. Er wollte ja unbedingt... Naja, gut. Hey, du bist doch derjenige, der uns gerettet hat, oder? Ich will ehrlich zu dir sein. Ich war nicht da draußen und habe wie die anderen versucht zu helfen. Was habt ihr denn da draußen gemacht? Ich wollte die riesige Explosion sehen. Welche Explosion? Vor einigen Tagen... Das kennen wir aber schon, ne? Eins meiner besten wäre... Ja, das kennen wir schon. Ja, das haben wir schon gelesen.
Das hört man gerne. Okay. Da ist der Ulgrim. Ja, ich habe aber noch ein paar Fragen, Ulgrim. Was hat Melmoth als nächstes vor? Wir müssen die letzten Ätherischen vernichten, die sich immer noch in der Stadt aufhalten. Irgendwann wird Melmoth eine wertvolle Bastion für unsere Streitkräfte werden und, falls wir die Fabriken hier reaktivieren können, ein Ort, an dem wir mit der Herstellung von Waffen, Munition und Rüstung beginnen können, die die Schwarze Legion benötigen wird, um in diesem Krieg weiterzukämpfen. Bei all diesem Gräuel hinter diesen Mauern werden die Menschen hier noch kein normales Leben führen können, aber zumindest müssen sie sich nicht mehr verstecken und können bei der Kriegsführung ihren Teil beitragen. Was mit den Fleischwerken? Es wird dauern, die Ätherischen vollständig aus Melmoth zu vertreiben, und dann brauchen wir wohl Feuer, und zwar eine Menge. Es wird Jahre dauern, Melmoth wieder aufzubauen. Denkt ihr, dass Theodin Marcel wirklich tot ist? Es sieht nicht so aus, als ob Ätherische wirklich getötet werden können. Zumindest nicht auf herkömmliche Art und Weise. Doch seine Verbannung und der Verlust von Melmoth wird Auswirkungen auf die ätherische Befehlskette haben. Ich bete, dass wir auf alles vorbereitet sind, was als nächstes kommt, sollten die Ätherischen zurückschlagen. Werdet ihr wieder gesund nach dem, was in der Leere geschehen ist? Ich denke, der Arm ist geheilt, so gut es geht, aber zumindest haben meine Kopfschmerzen aufgehört. Werde ich jemals wirklich gesund? Ich weiß nicht, ob ich das ohne ein Grinsen sagen kann. Aber ich bin hier, ich bin am Leben und nur das zählt. Schon gut. So, Inquisitor Creed und Corinia. We've been preparing to make a push against the Ethereals, and it would be a great help if you joined in the attack. Okay, was habt ihr vor? I'm talking about the Black Iron Docks, over on the western side of the Steel Cap District. The harbor is in ruins, boats shattered and burned. But if we are ever to push beyond the Aetherfire and not rely on magic or portals through hell, we will require transport. The Black Iron Docks were controlled by the Imperial Army. Only a small regiment was on site when the attacks began. A handful of them now serve in our resistance, but most perished. If we can take back the docks, we can begin construction of new ships and wrest back control of the waters. My men are ready. Will you lead this attack? Ja, wir haben den zwar schon freigeräumt, wir müssen es diesmal nochmal tun, weil wir wieder Grim Dawn neu gestartet haben, sind alle Monster wieder respawned, aber naja. Wir machen was. Sichere die Black Iron Docks. Okay, wir kommen gleich wieder. Dann schließen wir... Huch! Achso. Dann schließen wir den Rest ab. Geht's hier raus oder geht's hier rein? Kerzenviertel, da wollte ich gar nicht hin. Freunde, bleibt bitte draußen, ja? Bleibt bitte draußen. Hier ist eine Bastion des Friedens. Zwingt mich nicht dazu, zu euch rauszukommen. Mann, oh, ich hasse das. Aha. Wie komme ich hier nochmal raus? So wahrscheinlich nicht. Naja, dann gehe ich so raus. Wir werden es nochmal irgendwie schaffen, oder? Werden wir es nochmal überleben? So, mal gucken, was geht. Ja, es geht. Okay. Sehr gut. Dann ziehe ich das mal wieder rüber. Hä? Achso. Hä? Den Rest kriege ich da nicht raus. Naja, egal. Komm, wir gehen erstmal raus und dann wollen wir Melmoth habe ich mir so gedacht, ne? Wir gehen zum Kronhügel und kämpfen uns von oben runter. Komm. Machen wir dann so. Das neue DLC werden wir in Belda anfangen, aber noch nicht jetzt. Das dauert noch ein bisschen. Denn ich würde gerne vorher noch zwei, drei andere Dinge erledigen. Ich würde auch gerne tatsächlich Ruf farmen, gerne. Bei Devil's Crossing, damit wir diese eine Geschichte machen können. Da bin ich echt neugierig drauf. So, hier waren wir schon überall. Sind hier nicht schon die Docks? Can you tell me where I can go in, please? Hello, demon friends. Ah, there I can go. I see now. Thank you, demon friends. Thank you. That is nice. Please take my thank you. Oh. Der Klopp am Rande.
Bei den Kloppers muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier ist nix. Da ist nix. Okay. Huch. Ah, wie süß. So, das war das. Den Schrott habe ich mir verdient. Und die Ätherscherbe nehme ich doch auch gerne. Wenn ich unbedingt muss. Dann lasse ich mich nicht zweimal bitten. Hallo Docs, da sind wir schon. Das ging relativ flott. So. Paar schöne Balken. Auch ernsthaft, wie viele noch von euch? Da wieder so ein Stinkeklops. Okay, wenn die sagen Hafen sichern, was genau muss ich hier tun? Das hier sieht sehr hafig aus. Ich glaube, wir sind hier relativ wichtig. Ätherkristallchen. Gut. Immer noch sichere die Black Iron Docks. Da kann man, glaube ich... Kann man hier raus? Das sieht so aus, als wäre man hier rausgekommen. Nein, doch nicht. Oh, doch. Okay. Wenn ich wüsste, was alles zu den Docks gehört, das hier wahrscheinlich nicht, aber schaden kann es nicht, immer nachzuschauen. Mal nachzuschauen. Ich glaube, ich bin mal an den Docks gestorben, ne? Okay, hier vielleicht ein bisschen sichern. So. Bin mir nicht ganz... Ich weiß halt nicht, was zu den Docks hier passiert. Beruhig dich mal bitte. Nervige Kinder, immer am Brüllen. So, die missratenen Eltern gleich mal auf ihre Verfehlungen hinweisen. So. Achso, der ist schon tot. Alle schon putt hier. So, Dankeschön. So, kurz aufs Grün warten und dann nehme ich das da mal mit. Okay. Und die Frage bleibt, gehört das hier alles noch zu den Docks oder nicht so? So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Na toll. Ah, das geht wieder nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So, kurz warten. Und jetzt können wir nach oben. Okay. Und rein ins Getümmel! Ja! Blut des Giganten! So, was? Das Schlimme ist, das haben wir alles ja eigentlich schon geklärt und jetzt müssen wir es nochmal machen. Aber manchmal geht es nicht anders. Ich will auch gar nicht die ganze Map klären, ne? Das wollte ich gar nicht. Eigentlich geht es hier irgendwo durch? Nein, 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 nein. Oh, da liegt Dynamit. Ich weiß, ich kann mir auch welches craften. Inzwischen weiß ich das. Nicht craften. Ich kann mir welches kaufen. Aber craften kann ich mir auch einige Dinge. Herr Haraxis. Tschüss. Haraxis kommt von Harassment. Ja. Gut. Das sind halt immer noch die Docks hier, ne? Ich weiß, da unten komme ich glaube ich nicht, oder? Vielleicht komme ich da unten hin. Ich weiß aber nicht. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Aber wie soll ich denn die Docks sichere? Die Black Iron Docks. Aber wie? Ich probiere ringsum alles hinzukriegen, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Hier komme ich sonst nicht. Komme ich hier gar nicht durch? Weil guck mal, da geht eine Tür raus. Irgendwo. Hier ist noch eine Tür, aber da komme ich nicht hin, ne? Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Und hier ist auch alles abgesperrt. Ich glaube nicht, dass wir da hin sollen. Trotzdem probier's mal. Was leuchtet denn hier? Ah! Mutagenes Sekret. Ich habe Margaretes Sekret gelesen, aber das ist bestimmt falsch. Ich weiß nicht, ob Margarete damit einverstanden wäre. Oh, hier kann man doch lang. Werden überrannt? Hä? Ah. So, noch eine Runde. War's das? Who wants some? Oh, die hier auch mal. Ich hasse. So, ich hasse diese Feuerdinger. Und übrigens auch die Gedärmewühler, die immer so werfen. Oh, ups. So, immer noch. My energy is low. Oh.
muss kurz warten. Heilige, ich hoffe, das war's jetzt. Oh. Die Ätherischen, ja, wurden besiegt. Juhu. Na, das war ja angenehm. Ich musste gerade erstmal realisieren, auf welcher Taste mein Heiltrank ist. Den habe ich noch gar nicht gebraucht in dieser Aufnahmesession. Auch nicht beim Endboss. Irgendwie, ja. Hupsi. Unangenehm. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Gut, die Docks sind gesichert. Von unseren Leuten sehe ich aber keinen mehr. Ich glaube, die hat's alle erwischt. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, das anders hinzukriegen. Okay, das war das. Hier ist sonst ja nichts mehr. Gut, sprich mit Corinia. Dann machen wir das mal gerade. Regionskarte. Stahlkampfviertel. So. Wo ist denn die gute Frau? Dann haben wir das nämlich auch. War die Mission ein Erfolg? Die Docks gehören uns. Oh, I always knew I had it in me to tell somebody else to do something heroic. The Malmuth Resistance appreciates everything you've done. The future of this war may well be shaped by your actions this day. Stimmt. Now, if only this was the end of the Ethereals here. Don't worry though, I'll find something else worth killing. Ja, das beruhigt mich ja sehr. Was können wir sonst noch tun? For now, help out the others at the hideout. Take a look at the bounty table for recent developments. There's always something worth doing. In Ordnung. Aber erstmal natürlich die letzte Queste, Inquisitor Creed. Also die Hauptquest abgeben. Tell me, what happened in the Fleshworks? Der Meister des Fleisches ist tot. So it is finished then. With the demise of this fiend, a major pedestal in the ethereal hierarchy crumbles. Their forces here will become rudderless. Their collective will be scattered. Malmuth is a great victory for mankind. It will become a symbol of our resilience, that we are not done fighting for our right to exist. And we must keep on fighting in the name of those who sacrificed their lives for humanity itself. We will never submit. Ja, genau! Wie lautet unser nächster Schritt? Can't afford to underestimate our enemies. There is a real possibility that the Ethereals will retaliate in some way for this loss. We must be prepared. First step will be to exterminate the remaining ethereal presence and secure Malmuth against a possible attack. Between Fort Icon and Malmuth, we now have major fortifications on both fronts, with access to the coastline and shipbuilding facilities. But every victory costs lives. While the ethereals are nigh limitless, every move we make must be carefully planned. Dem stimme ich zu. Ja, habe ich zugestimmt und jetzt, ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war Malmuth. Jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen neue Info. Well, if it isn't my favorite human, what can I do for you? Zu erledigen? You could help out the others at the high. Ja, das kennen wir schon. Inquisitor Creed. Malmuth is a great victory for mankind. A symbol that we will not simply lie down and be conquered. We can't afford to underestimate our enemies. Das haben wir schon. Dem stimme ich zu. Ja, dann würde ich sagen, das war es hier live aus Malmuth. Und ich guck mal, wo wir nächste Folge hindüsen. Wir haben natürlich das nächste DLC wartet auf uns. Aber es gibt noch etwas anderes, was ich gerne erledigen würde. Eine Kleinigkeit. Die würde ich gerne in der nächsten Folge anfangen. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, weil die Kopfgelder, die wir einsammeln müssen, dürften nicht allzu hoch sein. Also nicht allzu schwierig werden. Hoffe ich, glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Deswegen wird die nächste Folge oder die nächsten paar Folgen werden ein paar Zwischenfolgen und dann stürzen wir uns gleich ins nächste Abenteuer. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.